In dem Film Frau Ella geht es um verpasste Träume und die verlorene Liebe. Denn die hat Sascha, gespielt von Matthias Schweighöfer, gerade verloren. Im Trennungsstress baut Sascha einen Unfall. Und als ob das nicht schon reichen würde, hat er bald darauf die redselige Seniorin Ella am Hals. Wollen Sie vielleicht auch was trinken? Melissengeist. Boah, ich dachte, das nimmt man eigentlich, um sich die Füße einzureiben. Wollen Sie noch einen Schluck? Die Rolle der 87-jährigen Krankenhauspatientin Frau Ella übernahm die 82-jährige Film- und TV-Ikone Ruth Maria Kubitschek, die bereits seit über 60 Jahren vor der Kamera steht und kürzlich für ihr Lebenswerk mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Die Vorlage zum Drehbuch lieferte der Roman von Florian Beckerhoff. Aber warum lieber ins Kino gehen, als das Buch kaufen? Man hat zu einem Buch auch noch etwas Musik dazu, ne? Also das ist auch was... Und die Figuren werden lebendig und im Buch hat man natürlich immer eine schöne Vorstellung. Ja, nicht? Das ist absolut richtig. Aber Frau Ella, sagen wir mal, der Roman ist schon ein bisschen anders als der Film. Ja. Also man kann es ja trotzdem sagen, die Leute, die Herr der Ringe gelesen haben, ne, haben ja auch eine Vorstellung, wie Herr der Ringe aussieht, ne, und gehen dann ins Kino, um zu gucken, ach, ist die Vorstellung bestätigt worden? Habe ich mir das so überlegt? Ja. Und genauso ist es bei Frau Ella auch. Also wie haben die das umgesetzt? Von Buch zur Filmfassung musstet ihr einige Änderungen vornehmen. Wie habt ihr das umgesetzt? Im Buch fährt man in den Hof, wo ich aufgewachsen bin quasi. Das erzähle ich, dass ich vom Dorf komme. Und das ist im Film alles anders. Wirklich. Es ist, man nimmt eine Vorlage, aber das ist bei allen Büchern so. Ich habe das selber bei meinen Büchern erlebt. Ich schreibe Bücher, schreibe Geschichten und nachher kommt ein Drehbuchautor und macht daraus was ganz anderes. Aber das stimmt dann auch wieder, weil natürlich ein Buch hat eine lange Erzählung. Da kannst du lange hin, im Film muss es zack gehen und die Szene muss stehen. Was war die Schwierigkeit? Ja, du kannst bestimmt, also weil in der Filmfassung hast du natürlich manchmal 10 Seiten, um eine Szene zu beschreiben. Und die 10 Seiten werden im Film dann 10 Minuten. Eine Seite. Ist eine Minute. Nicht mal. Nicht mal. Und das heißt sozusagen, du musst, was da auf 10 Seiten manchmal steht, auf in einem Roman, musst du die Aussage von so einer Szene in einem Film manchmal in 20 Sekunden zusammenfassen. Und das muss eben sofort. Ja. Ja. Das Publikum musst du im Film sofort greifen und im Buch hast du Zeit. Weil da liest du zu Hause. Es ist wirklich ein Unterschied. Sascha und sein bester Kumpel Klaus genießen ihr lockeres Leben. Bis Saschas Freundin Lina schwanger wird. Sie ist nur mit Baby zu haben. Er ohne. Mann, wir bist schwanger geworden. Das ist doch scheiße. Das war's. Ich gehe jetzt. Und was ist mit dem Kind? Ist nicht mehr dein Problem. Lieben Sie sich denn nicht mehr? Bitte, Frau Ella, lassen Sie es, okay? Ich war auch mal jung. Und ich weiß, dass zur Liebe Mut gehört. Als Sascha mit Frau Ella und Klaus auf Reisen geht, verdrängt er ein Problem, das er eigentlich viel dringender lösen sollte. Die Beziehung zu seiner schwangeren Freundin Lina. Sascha muss erwachsen werden und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja immer so Momente im Leben, wo man halt, glaube ich, nicht mehr weiß, wo man so lang soll. Deswegen, da gibt es ja auch eine Szene im Film, wo er sich entscheidet, fährt man nach links, fährt man nach rechts. Manchmal fährt man halt einfach nach links, andere fahren nach rechts und er fährt halt nach links. Herz und Humor. Diese Zutaten würzen alle Elemente der Reise, die Sascha und Klaus mit Frau Ella von Berlin über Paris bis an die Biskaya machen. Es geht um Wunschvorstellungen, die sich aus der Sehnsucht nach Liebe ergeben und sie dennoch oft verhindern. Er hat also den Glauben an die Liebe aufgegeben. Aber wie steht es mit Frau Ella? Also die Frau Ella träumt eigentlich nur von ihrer Liebe, weil das war ja eine kurze Erfüllung. Und ich glaube, dass sie ihr ganzes Leben lang diese Liebe gelebt hat, aber eben nur allein. Wenn man so alt ist wie ich, dann bereut man nicht die Fehler, die man gemacht hat, sondern das, was man nicht gemacht hat. Frau Ella ist Sascha in einem überlegen. Erfahrung. Ruth Maria Kubitschek ist selbst Anfang 80. Wir haben die Liebe nicht richtig begriffen. Wir glauben an das lebenslange Glück zu zweit, sagt sie und erinnert sich an ihre Jugend und den Unterschied zu der heutigen Generation. Ich denke, wir waren langweiliger oder nicht so mutig in der Liebe wie heute. Also wir haben vielleicht auch schneller resigniert und alles etwas tragischer genommen, also meine Generation. Und die Jungen gehen anders mit der Liebe um. Ihr habt ja auch andere Worte, cool und krass und geil und was so alles ist. Mega. Mega. Ja, mega Hammer. Ja. Na Matthias, gut aufgepasst. Welche Tipps und Tricks nimmst du denn von Frau Ella mit?
Ich glaube schon, dass man halt so heutzutage so, sich viel zu sehr auch um sich dreht und die eigenen Probleme. Und wenn man halt so, das ist immer so mit Ruth, auch den, als wir die Zeit da zusammen verbracht haben und gerade auch im Film so eine Zeit mit so einer Frau, das macht man ja heutzutage nicht. Also wer geht heute schon so oft Kaffee trinken mit seiner Oma noch? Ne? Also wer macht das? Und sich bestimmte Dinge anzuhören, wie damals die Leute auch waren und wann lässt man sich schon mal von älteren Leuten im eigenen Leben auch wirklich reflektieren? Das gibt es ja fast gar nicht mehr. Und dafür ist der Film eigentlich ganz schön, weil man so sieht, so okay, es gibt so Fehler, die auf einen zukommen könnten. Man muss sie im Endeffekt doch selber machen, aber man kann sie vielleicht anders behandeln. Aber sowas gibt es heute im Leben, also finde ich, sehr selten. Abschließend lässt sich sagen, dass Frau Ella eine nicht zu tiefsinnige, nicht zu klamaukige, sondern eine leichte Komödie mit ernstem Hintergrund ist. Und wer wird im Kino landen? Na, alle. Das ist ein Film für alle. Also nicht nur für ganz Junge, sondern... Alle oder niemand? Ja, also ich denke... Alle. Ja, ich denke, dass, also sagen wir mal, das Fernsehpublikum von mir reingeht, sein Publikum, was er ja hat, und dass sich das vermischen wird, dass die Leute sich das erzählen werden, dass der Film vielleicht berührt. Wie hieß doch das Gericht, was wir gegessen haben? Döner. Döner? Köstlich.